Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von... zu meinem Live-Let's Play von der Insane Trilogy, dem ersten Crash Bandicoot-Teil. Und wir sind hier jetzt auf der ersten Insel und ich möchte gerne noch die restlichen Edelsteine holen, bevor wir zu den Relikten kommen. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das wird jetzt auch mal langsam Zeit, denn wir haben 17.25 Uhr, knapp eineinhalb Stunden später. Gut. Auf jeden Fall, hier brauchen wir den... den grünen Edelstein, glaube ich. Ne, ich möchte noch keine Zeit machen. Oh Gott, das ist so nah. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, dass das so nah ist. Wie viel Leben haben wir überhaupt? 92. Ach, da kann man schon mal eins... da kann man schon mal eins verlieren. So. Falls euch irgendwie was auffallen sollte, was irgendwie tontechnisch, dass ich zu leise bin, das Spiel zu laut oder andersrum, dann sagt mir das bitte direkt, weil dann kann ich das auch ändern. Und da hat der Elefant wieder rumgetrötet. Das war gerade ganz schön anstrengend. Das war gerade ganz schön, das hier hinzukriegen, dass das Bild da ist und so. Und Technik. Ich bin so froh, wenn wir irgendwann mal im zweiten Teil sind. Extra irgendwann mal. Und da kann man rutschen und damit kann man weiter springen und das ist toll. Das war schon wieder... Ich muss mich hier mal wieder an die Weitigkeit gewöhnen des Sprungs. Ja gut, Elgato hat ja schon vorher Probleme gemacht. Aber OBS ist halt vorher hart abgeschmiert, ne? Und das ist bisher noch nicht passiert bei der alten Version. Und falls irgendwann mein Greenscreen wieder sichtbar sein sollte, könnt ihr das mir auch gerne... Ich hoffe, dass ich das sehe im Chat. Wo kommst du denn her? Hat er sich gedacht, ja, komm. Nerven wir die Julia mal noch ein bisschen. Lights Out war der letzte farbige Edelstein, alles klar. Voll süß, 5 Kisten, ne? Gelogen. Ich glaube, das soll nämlich noch ein Emoji oder sowas sein, was... Ja, okay. Das war ein Emoji da hinten. Yay! Ein Erfolg! Great Gate war, glaube ich, Roach. Das ist wieder so ein Level, was ich liebe. Es... Moment. Entweder rot oder gelb. Eins von den beiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt, glaube ich, in beiden Leveln. Einmal der rote, der zu den... zum Himmel führt. Und einmal der gelbe, der übers Ziel, glaube ich, drüber geht oder so. Nee, nicht übers Ziel, sondern irgendwo anders. Doch übers Ziel.
geht der drüber, glaub ich. Leben nehmen wir natürlich mit. Ach, der Shannon! Ich werde heute wahrscheinlich eher passiv zugucken und ich muss noch was Dringendes für die Uni erledigen. Schade, dass du nicht morgens streamst statt heute. Ist Dennis auch schon zu Hause? Nö, also ich habe den hier mal noch nicht gesehen. Der ist wahrscheinlich noch einmal loco. Ja, Gottes Willen. Diese Kacke hier. So. Fickt euch. Ich habe keine Lust, morgen zu streamen, weil ich muss morgen noch zur Post. Das ist jetzt nicht das Problem, dass ich morgen zur Post muss. Aber ich habe halt so Samstag, wie Dennis das auch gerne sagt, Samstag ist halt so der Tag, an dem man richtig rumpimmeln kann. An Samstag kann man halt lange ausschlafen und kann auch ein bisschen mit Puppen wach bleiben. Und das kannst du halt freitags und sonntags nicht. Was ändern. Ich muss mich erstmal hier wieder dran gewöhnen. Ich habe jetzt die ganze Zeit kein Crash mehr gespielt, nur noch Oddworld und Destiny 2. Und gestern habe ich mit Laser League angefangen. Und das ist halt alles was ganz anderes als Crash, ne? Der gelbe. The yellow one. No. Not this way. War jemand von euch auf der Fotokina? Ach. Schreibt doch einfach. Dann, ich weiß doch, was damit gemeint ist. Ach komm, das ist doch hier... Kacke ist das doch. Auf der Fotokina, eine Fotografie, Fotokamera, Fototechnik. Fuck. Oh, ich hoffe, da hinten war nichts. Messe in Cologne. Ah, da kann aber noch mal. Das ist sehr schön. Oh nein, das... Was ist das denn? Aha. So, ich muss aber jetzt nochmal zurück. Es war schön, dass man hier abkürzen könnte. Ja, Alter, wie der ausrastet. Nein, ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Da kommt man so nicht hoch.
Das ist unfair. Geh weg! So, jetzt kann ich ja noch mal gucken, ob da was war. So. Ist hier was? Ein Leben? Jetzt habe ich mir umsonst den Stress gemacht. Hier ist überhaupt nichts. Okay. Ich? Nee, ich bin einfach nur so ein bisschen gerade ein bisschen dumm am Rumquatschen. Ist nichts Absichtliches. Verzieh dich. Das ist voll nervig. Ich habe im Mund so ein... Also es fühlt sich so an... Ihr kennt das vielleicht, wenn das so ein bisschen anschwillt, wenn man sich auf die Backe gebissen hat. Sowas habe ich so ganz unten irgendwie. Das nervt voll. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Geh weg! Hoch. Okay. Es fehlen zwei Kisten. Das eine. Ich hoffe, die zweite wird irgendwo auf dem Weg nach oben liegen. Da ist die zweite. Wow. This is awesome. Das zweite Level eh. Ups. Das Mikrofon. Warum ist sie überhaupt über dem WLAN drin? Weil ich habe normalerweise habe ich das Kabel an der Blaze. Ist das so, wenn man die einmal im WLAN drinne hatte? Und dann über Kabel, dass sie sich selbst über WLAN wieder einwählt? Weil die Blaze 3 kann das, glaube ich, nicht. Nee, das war. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht. Das ist Mate Banane. Also Mate plus Banane von Mio Mio. So. Dun, 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 dun. Mio Mio. Die Ärsche, niemand hier verkauft das in... In Kästen. Nur das Mio Mio Mate, also das normale Mate. Ja, das ist weil. Wegen dem Greenscreen, weil das Etikett ist grün. Und deswegen war das weg. So.
Hier war doch nur Scheiße, oder nicht? Hier war doch nur so ein Leben, oder was? Nee, eine Kiste! Tatsächlich! Wow. Die hatten sie aber im ersten Teil besser gelöst. Das ist ein bisschen glitchiger. Die Schrift konnte man sehen. Ja, die ist ja auch weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wie lange ich heute Crash zocke. Es kann. Weil ich wollte ja gerne gegen. Ich dachte gerade, das Kistending wäre das Ende. Ich wollte ja bis 9, 10 ungefähr zocken. Es könnte vielleicht möglich sein, dass Tony Hawk ausfällt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm in der Runde hier, glaube ich. Also ich glaube, da wird niemand traurig drüber sein. Ist 9 oder 10 Uhr. So.